Ich bin Simon. Und ich bin Carlotta. Und wir nehmen euch mit in die Werkstatttage des Berufsorientierungsprogramms. Wo wir verschiedene Berufsfelder für euch testen. Ich bin Carlotta und arbeite heute mit Metall. Ich weiß noch nicht so ganz genau, was mich erwartet, bin aber schon gespannt und hoffe, dass ich Metall bohren darf. Das durfte ich vorher nämlich noch nie. In den Werkstatttagen bauen die Schülerinnen und Schüler heute einen Würfel aus Metall. Ausbilder Olaf Tode unterstützt sie dabei. Wir wollen das genauso fertigen, wie das auf der Zeichnung ist. Können wir jetzt diese Art Rohling bekommen und müssen diese Seiten jetzt abschleifen? Es geht schon ein bisschen in die Hände, ich gebe zu. Aber es macht auch Muskeln. Fast fertig. Jetzt werden Punkte eingezeichnet, wo später die Würfellöcher hingehören. Damit das ganz exakt ist, werden die Stellen mit einem Anreißer ins Metall geritzt. So, und jetzt habe ich hier meine drei Anrisslinien und die sind jetzt nicht einfach ungefähr irgendwo, sondern die sind ganz genau 10 mm vom Rand. Damit der Bohrer gleich nicht abrutscht, sondern genau die richtige Stelle trifft, körnen die Schülerinnen und Schüler die Bohrpunkte. Das heißt, sie schlagen kleine Kerben ins Metall. Und dann erklärt Ausbilder Tode die Bohrmaschine. Und natürlich die Sicherheitsbestimmungen. Das Einzige, worauf ich mich wirklich verlassen muss, das ist, dass ihr die Hände nur hier habt und nur da. Das ist schön. Ich fühle mich wie eine Flamenco-Tänzerin. Als nächstes wird eine Kante des Würfels abgeschliffen. Auf der Stelle soll der Würfel später stehen. Okay, ultimative Test jetzt, ob ich fein genug gearbeitet habe. Es muss auf diesem kleinen Dreieck stehen bleiben. Er steht. Die letzten Schritte. Die Schüler schleifen ihre Würfel noch einmal ab, damit alle Flächen und Kanten schön glatt sind. Und sie schneiden ein Gewinde, damit sie den Würfel mit der Standplatte zusammenschrauben können. Fertig. Ein Würfel, selbst gebaut, selbst gemacht. Hätte ich nicht gedacht, dass er am Ende so gut aussieht, muss ich zugeben. Die Metallwerkstatt fand ich besonders schwierig, weil man ja ganz genau auf Zehntel Millimeter arbeiten muss. Am Ende des Tages kann ich aber sagen, funktioniert gut, ist leichter als ich dachte und ich habe einen wunderschönen Würfelbriefbeschwerer in meiner Hand, den ich auch mit nach Hause nehmen darf.